Hallo zusammen, ich bin Kirsten vom Atelier Kekara. In meinen Schmuckkursen werde ich immer mal wieder gefragt, wie kann ich das Band von meinem selbst hergestellten Anhänger so knoten, dass es in der Länge verstellbar ist. So entstand die Idee für dieses Tutorial. Du nimmst dein Band, was ungefähr 1 Meter lang sein soll. Das eine Ende von ungefähr 15 cm Länge schlägst du zur Schlaufe und legst das Ende drunter. Hältst mit dem rechten Daumen diese kleine Schlaufe. Und jetzt ist es wichtig, dass du das Ende von der Schlaufe nimmst und drehst es von hinten nach vorne. Einmal, zweimal. Und schiebst das Ende jetzt durch die erste Schlaufe und dann von oben nach unten durch die Endschlaufe. So. Und jetzt ruckel ich mir den Knoten hier so zum Ende hin, dass er schön aneinander liegt und schön fest sitzt. So sieht es doch gut aus. Jetzt drehe ich das Ganze um, ziehe mir das offene Ende wieder so 15-16 cm raus und lege es zur Schlaufe. Und das gleiche Spiel wie eben. Mach hier eine kleine Schlaufe, leg meinen Daumen drauf, nimm das Ende, leg es einmal von hinten, bring es nach vorne. Und nochmal von hinten, bring es nach vorne, zieh es durch die kleine Schlaufe – das ist manchmal ein bisschen tricky, da muss man hier einfach ein bisschen nachhelfen – so, und ziehe das Ende jetzt wieder von oben durch die Endschlaufe und zieh es fest. Ruckel es nochmal nach, dass es sich schön anlegt. So. Und so siehst du. Das Ganze kann man auch mit 3 Knoten machen. Zum Üben machen wir das jetzt auch nochmal. Es ist geeignet, wenn man ganz sicher gehen will oder einen sehr schweren Anhänger oder Stein hat. Du schlägst wieder deine Schlaufe, die kann jetzt ruhig auch ein bisschen größer sein, weil du ja eine Umdrehung mehr hast. Hältst es mit deinem Daumen. Linkshänder machen es wieder seitenverkehrt. Achtest darauf, dass du das richtige Ende nach hinten legst und einmal über die beiden Bänder drüber ziehst. Dann halte ich mir das hier mit dem Daumen fest, leg es nochmal nach hinten. Und das Ganze jetzt noch ein drittes Mal. Zieh das Ende durch die beiden Schlaufen. Und nimm jetzt das Ende und schieb es durch die Endschlaufe von oben nach unten wieder. So ruckelst dir das fest. Okay, einmal umdrehen. Das ist jetzt ein bisschen sehr lang, das Ende. Ich ziehe mir das hier mal gleich ein bisschen kürzer. So, mach wieder die Schlaufe. Halte sie mit dem Daumen fest. Nehme das Ende. Einmal von hinten nach vorne. Zweimal. Und das dritte Mal. Das ist jetzt ein bisschen kurz, aber das klappt noch. Du siehst, wenn ich mit dem Daumen festhalte, kann ich die Schlaufen hier ein bisschen größer machen, dann ist es einfacher, um das Ende durchzuziehen. So, hol mir das hier ein bisschen raus und schiebe es durch die Endschlaufe.
So, ziehst es dir wieder fest. Und fertig ist der Schiebeknoten. Yippie! Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da oder abonniere hier den Kanal. Tschüss!